Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir haben beim letzten Mal stehen geblieben, wieder zurück nach Todtown zu gehen. Guten Tag, mein Herr. Dieser Zug fährt nach Todtown. Wollen Sie einsteigen? Natürlich wollen wir das. Und zwar gibt es jetzt wieder einiges an Nebenquests für uns zu erledigen in Todtown. Und ich muss mal wieder ein bisschen leiser stellen, damit ich nicht die Gegend zusammenschreie hier. Das ist manchmal echt gefährlich. Liegt der überwiegend daran, dass Leute auf YouTube halt immer unterschiedliche Lautstärken einstellen. Ich hasse sowas. Ich bin wahrscheinlich auch ein großer Vertreter davon, Lautstärke anders zu regeln wie LPR, wie andere LPR. Man sollte sich da mal auf eine Norm einigen. Das wäre für viele Leute bequemer. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch keine Kommentare verstehen, wo jemand unter das Video schreibt, ey, das Video ist viel zu laut oder viel zu leise oder was auch immer. Junge, ihr habt Lautstärkeregler. Gut, bei manchen Laptops funktioniert es vielleicht nicht so einwandfrei, aber ich sag mal, ach ja, wir können das auch wegklicken. Leute, die ja bei Lautsprechern immer noch am Laptop hängen, das, also sich keine externen Lautsprecher kaufen, das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Oder Headset, je nachdem. Todtown, ja, ja. Wobei ich ja sagen muss, ich bin ein absoluter Vertreter von Lautsprechern, auch wenn ich abends skype oder so, oder morgens auch skype, relativ egal, oder wenn ich Videos höre, habe ich eigentlich immer über Boxen laufen, finde ich einfach angenehm, jo, muss man einfach mal so knallhart sagen. So, was hat sich denn in Todtown getan? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, weil eigentlich haben wir hier ja, boah, wir haben schon einiges geschafft und wir können jetzt mit allen Leuten wieder reden. Ich glaube, das schenken wir uns an der Stelle. Wobei es irgendwie auch schade ist, weil, ja, wahrscheinlich hat schon jeder auch ein bisschen was anderes wieder zu sagen und man verpasst doch dann so viel. Multisprung. Mit dem richtigen Timing triffst du alle Gegner nacheinander. Das könnten wir uns doch mal gönnen. Wusste ich doch, Mario. Ich wusste gleich, dass du ein Auge für den Ohren hast. Das ist ein guter Multisprung. 75 Münzen, 1 OP. Hört sich alles sinnvoll an. Ändert von Zeit zu Zeit sein Sortiment. Lässt Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Hört sich auch interessant an. Erstangriff hört sich auch interessant an. Na, wir kaufen uns mal den Doppelgriff noch. Ja, ja. 1 OP, okay. Lohnt sich natürlich nur, wenn man 2 Items einsetzen will. Ist aber super, wenn man zum Beispiel gleichzeitig BP und KP auffrischen will oder irgendwas auffrischen will und den Gegner noch ein Item reinhauen. Dafür ist es echt gut. Kaufen wir uns den ersten Angriff? Ja, komm, Hauptsache wir haben alle Orden. Und ich glaube auch nicht, dass man die Orden hier irgendwie anders kriegen kann. Glaube ich. Nicht verbindlich. Jetzt hat er gar nichts mehr? Wow, diese Auswahl in dem Laden. Herrlich. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Ja, ich nicht. So. Gehen wir nochmal mit Merlon reden. Bei dem alten Knacker waren wir schon ewig nicht mehr. Warum will ich mit Merlon reden? Nicht, damit ich mein saures Tonic einsetzen kann, sondern weil ich Paracari noch dabei hätte. Wenn du willst, dass ich in deine Zukunft blicke, dann sprich von der anderen Seite des Tisches zu mir. Sie sind doch Merlon, ja? Mein Name ist Paracari. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Nur einen Moment, bitte. Brief. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Hm, von wem ist der? Hm, oh, meine Enkelin Merle. Sie ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Sah sie an. Oh, so, interessant. Sie hat ihren Stand im staubtrockenen Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Trubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das gehört sich gut an. Vielen Dank, dass du diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir dies dafür. Hey. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Mehr Sternensplitter. Briefe werden wir übrigens auch noch massig finden, glaube ich zumindest. Hoffe ich. Keine Ahnung. Was gibt's im Postamt Schönes? Hier gab es auch irgendwie ein bisschen Nebenqueste. Mario, ja hallo, nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Cooper. Colorados Frau. Interessant, ist dein Verhältnis am Laufen? Cooper, wie geht es dir? Deine Mutter war vor kurzem zu Besuch hier.
Wir haben Cooper-Tee getrunken und geplaudert. Sie schien ein bisschen enttäuscht zu sein, weil du noch immer unterwegs bist. Sie sagte, sie würde ein köstliches Essen zubereiten, wenn du zurückkommst. Damit du etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Ach ja, wenn du meinen eigenwilligen Mann treffen solltest, sag ihm, dass er öfter nach Hause kommen soll. Passt gut auf, Colorados Frau. Möchtest du noch mehr Briefe lesen? Natürlich. Bombette. Staubtrockene Bahn? Okay. Hier bitte. Liebe Bombette, wir schreiben diesen Brief an dich, der wertvollsten und explosivsten Bob-Omb, okay, Bob-Omb als weibliche Form, als bescheidene Anfrage. Zwar dauert es noch etwas, aber wir planen eine große Eröffnungsfeier für eine neue Teilstrecke zu halten. Wir denken, dass dieses Event zu einem Knaller wird, wenn wir auf deine explosive Hilfe zählen dürfen. Die Leute lieben Feuerwerk. Wir werden uns nochmals bei dir melden, wenn dein Abenteuer zu Ende ist. Hochachtungsvoll, staubtrockene Bahn. Transportabteilung. Möchtest du nochmal Briefe lesen? Ich wette, es gibt nichts mehr. Oh, soll ich die Briefe wieder weglegen? Ja. Wir bewahren die Briefe für dich auf. Ja. Ist in Ordnung. Komischer Typ. Naja, offenbar kriegt jeder jetzt so ein bisschen seinen kleinen, sein kleines eigenes Statement nochmal hier vor die Nase geklatscht. Ist nicht so verkehrt, aber die Tatsache, dass jeder nur einen Brief bekommt, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich dachte, daher könnte man hinter den Kisten weitergehen, da habe ich mich aber weit getäuscht. Moment, vielleicht hat der Typ jetzt eine neue Orden, wenn ich hier raus und wieder reingehe. Mal sehen. Nein. Okay. Irgendeinen Orden haben wir doch schon mal verstreichen lassen bei ihm, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Stimmt, apropos Orden, was haben wir denn hier noch? Ja, so schon mal nicht. Powersprung, Multisprung, Anti, V-Hi, BP Plus, Ausweicher. Wieso habe ich kein KP Plus an, sondern BP Plus? Wieso habe ich nur 9 Ordenpunkte? Ich weiß es nicht. Alles ein wenig strange. In jedem Falle könnten wir jetzt nochmal, und ich glaube, das werden wir als nächstes machen, wieder in die Kanalisation abtauchen. Weil, ihr erinnert euch eventuell, hier gab es ja noch was zu erledigen. Vorher würde ich aber gerne mal Parakari ausrüsten. Weil gerade für Einzelkämpfe ist der super. Für Blopper! Okay. Genau, weil damit habe ich schon fast gerechnet. Ach ja, doof. Ich hätte... Man sollte auch scannen lernen, ne? Das ist ganz sinnvoll. Zapp-Blopper. Das ist ein Zapp-Blopper. Er ist elektrisch aufgeladen. Maximal KP 50, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Ein Hinweis, wenn er Elektrizität abgibt, dann ist es ratsam, den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Wenn du ihn verletzt, während er Elektrizität abgibt, wird er wieder normal. Seine Angriffskraft steigt im aufgeladenen Zustand auf 6. Wir sollten vorsichtig sein, was meinst du? Okay, 6 ist eine ganz schöne Hausnummer, würde ich sagen. Und ja, wenn man den Angriffen nicht ausweicht, ist das auch eine ganz schöne Hausnummer. So, aber wir haben ja nur einen Gegner gegen uns, was unsere Partnerwahl relativ erleichtert, weil Parakari ist ja einfach der Richtige. Luftgegner und Einzelgegner, was will man mehr? Gut, ich habe auch Angriffskraft 6, nur leider nur halb so viele KP, das ist ein bisschen doof. Aber das Gute ist, wir haben ja Parakari und ich glaube, sein Panzerwurf ist gegen Elektrizität immun. Und das sah ganz gut aus, ja. Dann können wir einen Powersprung direkt hinterherlegen. Zacka, und dann ziehen wir ihm auch pro Runde 10 KP ab. Müssen nur mit... Ja, das war gut. Müssen nur mit den BP ein bisschen aufpassen mit der Zeit. Weil wir könnten... Ich glaube, das machen wir sogar. Wir haben jetzt 2 Sternenleisten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Erfrischung mache, haben wir auf jeden Fall einen lohnenswerten Bonus und können die Erfrischung danach sogar nochmal machen, während sich die andere Leiste generiert. Also mit 2 Leisten Sternenkraft sind wir auf jeden Fall wesentlich flexibler und können eine von diesen Sternkräften eben relativ früh rausspammen, ohne dass es uns wesentlich schadet. So, neue Elektrizität. Ja, der ist halt wirklich nicht schwer, wenn man die Taktik hinter ihm versteht. Muss man halt einfach mal so sagen.
Man sollte nur nicht daneben schießen, aber bei so einem großen Vieh... Also, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich durchaus häufiger mal daneben geschossen mit dem Ding. Also nicht bei Blopper, aber zumindest bei anderen Gegnern. Gerade bei kleinen Gegnern ist das, passiert das durchaus mal häufiger. Aber wenn man den Ausweicher hier getimed setzt und alles so macht, wie ich das hier mache, dann ist das absolut in Ordnung. Ja, dann braucht man auch keine Angst vor dem Mega-Blopper zu haben. Ja, wie gesagt, also ich höre ganz gerne über Boxen. Ich weiß, dass das viel nicht so geht. Dass viele das schon fast verabscheuen. Kann halt jeder mithören, ne? Wenn meine Eltern beschließen, jetzt lausche ich mal an der Tür, dann hören sie halt mit. Mein Gott, aber das wird nie passieren, weil... Ja, so paranoid bin ich gegenüber meinen Eltern nicht eingestellt. Abgesehen davon interessiert die das auch herzlich wenig, was ich hier mache. In jedem Fall haben wir mit einem BP-Überschuss noch den Blopper besiegen können. Und haben dafür jetzt was Interessantes freigeschaltet. Ja, wenn der Schalter denn mal aktiviert werden würde. Nämlich drei blaue Röhren. Und hier hinten geht es sogar noch weiter. Bevor wir aber da weitergehen, würde ich ganz gerne erstmal in eine von den blauen Röhren gehen. Denn die führen uns... Ta-ta-ta-ta! Als Abkürzung zurück in die Städte, die wir bereits besucht haben. Ziemlich nettes Feature, wie ich finde. Ich weiß nicht... Ja, gibt's wahrscheinlich nicht in... Was machen die drei eigentlich hier? Das ist etwas völlig anderes als unsere Arbeit im Palast. Wir sind hierher gekommen, um nach Spannung, Aufregung und Abenteuern zu suchen. Aber es ist zu heiß. Ich fühle mich völlig ausgetrocknet. Still, Mädchen! Die Hitze der Wüste ist nichts im Vergleich mit unserem Verlangen nach Abenteuer. Solange wir zusammenhalten, können wir alles ertragen. Zusammen können wir es sogar schaffen, das gesamte Königreich von einer Seite zur anderen zu durchqueren. Ich habe hier im staubtrockenen Vorposten sehr viele seltene Ware erstanden. Und später halten wir hier an den staubtrockenen Ruinen. Wir werden viel zu erzählen haben, wenn wir wieder nach Hause zurückkehren. Ja, das ist auch ganz nett, irgendwelche Charaktere, die durch die Gegend reisen. Aus welchem Grund auch immer... In jedem Fall sind die Abkürzungen... Hey, seit wann ist der eigentlich wieder hier? Quiz! Hier und hier ist wieder ihr allseits beliebter Quizmaster Wim Gwizmo. Willst du es versuchen? Natürlich wollen wir das. Dann kommen wir zur Frage. Frage. Welche Fähigkeit setzt Gumbario häufig ein? Scanner, Sprung, Tauchen. Scanner natürlich. Easy. Korrekt! Gratulation! Hier ist ein Sternensplitter. Was interessant wäre zu wissen. Du hast bis jetzt drei Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald, bis zum nächsten Mal. Die interessante Frage ist, ob man wirklich alles richtig beantworten muss bei ihm, um alle Sternensplitter zu bekommen, die er hat. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er erscheint dann einfach so häufig und stellt die Fragen dann doppelt, bis man auch tatsächlich alles geschafft hat. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Alles andere wäre untypisch. Generell finde ich so Spiele, in denen man 100% sich verscheißen kann, relativ doof. Ja, ja. Ich weiß nicht, also bei manchem kann man noch sagen, okay, das fördert den Wiederspielwert. Was ich jetzt zum Beispiel so als Vergleich hätte mit Metroid, was auch immer. Keiner weiß die Aussprache so richtig. In jedem Falle... gibt es da ja auch in manchen Metroids. Also die 100% kann man sich eigentlich nie verbauen, zumindest nicht die Item 100%. Man kann sich aber die 100%, wir haben nämlich noch Briefe hier, die 100% Scans kann man sich verbauen, was nicht so schrecklich schlimm ist. Mord T in Cooperheim. Wer war denn das nochmal? Der alte Sack hier, der hat doch immer noch ein paar Aufgaben für uns. Hast du meinen Auftrag erledigt? Wenn nicht, dann lass es lieber bleiben. Hast vielleicht vergessen... Ich hab's vergessen. Nun, den Junge von der Mal, aber Gumbafurt und Gumpa, dem Großvater, suchen, der Band. Ja, ja, okay. Ja, mhm. Wer ist Mord T? Wer zum Geier ist Mord T? Das Interessante ist auch, dass Coopers Mutter ihm geschrieben hat, obwohl Cooper eigentlich keine Mutter haben könnte, weil in Coopers Haus wohnen nur Bob-Oms. Es sei denn, Bob-Omb ist... Nein, das wäre gruselig. Egal. Mann, plötzlich Cooper-Raserei. Wo ist Mord T? Und wer ist das? Hört sich auf jeden Fall ein wenig gruselig an. Neuen Panzer, was denkst du? Glanz... Im Laden wird er wohl kaum sein. Normalerweise sind die benannten Charaktere immer in irgendwelchen Häusern. Ah, ich liebe diesen Song.
Erinnert mich auch an ein Tropenparadies. Lass dich treiben, yo. Dafür ist jetzt meine Lautsprecher sind jetzt zu leise dafür. Scheiße. Und wieder einmal lohnt es sich. Nee, Moment. Hä? Gibt's den hier gar nicht? Stehen die Dinge, Mario? Hoffe, es läuft alles glatt. Da stand doch in Cooperheim, oder? Mord T in Cooperheim. Wer zum Geier ist Mord T? Neuer Panzer. Ja, yeah, den haben wir schon angesprochen. Bestimmt irgendwelche Bombette, du bist in Sicherheit. Oh, welche Freude. Ich habe mir Sorgen gemacht. Mario hat mich gerettet. Das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist, ihm dabei zu helfen, mit Bowser eine ziemlich hohe Rechnung zu begleichen. Viel Glück, Bombette. Wir Bob-Ons wünschen dir alle bombiges Glück. Okay. Ich habe beschlossen, ja, mit meinen Freunden eine Weile hier zu bleiben. Würde ich auch machen. Ich bin so unglücklich. Ein Hoch auf... Ja, der explodiert... Was? Okay. Mario ist gestorben. Nein. Das wäre ein bisschen seltsam. Also wie gesagt, bei Metroid gibt es jetzt zum Beispiel so 100% Scans. Die kann man sich verkacken. Hä? Wo sie wieder zurückkommen? Die kommen nicht zurück. Es ist alles gut. Okay, es wird wahrscheinlich tatsächlich... Wünsche erfüllt werden. Sterne... Nein. Sterne sind nicht auf euch böse. Kennst du Colorado? Berühmtheit? Professor der Archäologie? Staubtrockene Ruinen? Ja, das wissen wir doch alles. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in diesem leerstehenden Haus bleiben können. Das wäre so toll. Wir wünschen uns schon so lange ein eigenes Haus. Aber wenn der Besitzer des Hauses zurückkommt, haben wir wohl ein Problem. Aber wir können ja jederzeit zur Festung zurückkehren. So kann man es sehen, ja. Dann ist einer von den Bob-Bombs hier vielleicht. Er ist in Bombette verliebt. Aber sie mag ihn nicht, weil er so hartnäckig ist. Liebe ist so blöd. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Bombette, ich werde immer an dich denken. Doppelseufzer werde ich jetzt nicht nachimitieren, weil sich das ziemlich seltsam anhört. Wer ist denn jetzt Mord T, bitte? Das muss doch eigentlich dann... Das muss doch der alte Sack sein. Oder? Nur ich habe ihn falsch getriggert, offenbar. Ich muss ihm dann irgendwie was anderes... Fragen geben, was auch immer. So. Hast du meinen Auftrag erledigt? Nein, habe ich nicht... Weitermachen. Jetzt zieh los. Weitermachen. Nein, ich will nicht weitermachen. Ich wollte eigentlich... Ich hab's vergessen. Hä? Hallo. Ich habe einen Brief für dich. Du willst doch mit Sicherheit den Brief mal lesen. Aufgeben? Nein? Raus, raus, raus. Weder gibt mir jetzt nicht denselben. Ich sehne mich nach einer Tasse Cooper-Tee. Das ist der beste von allen. Würdest du mir welchen besorgen? Cooper-Tee kann aus frischen Cooper-Blättern aus diesem Dorf gebraut werden. Er erfordert spezielles Geschick, ihn richtig zuzubereiten. Ach ja, vergessen, so cool zu sprechen. Nur ein Meister der Kochkunst kann diesen Tee so brauen, dass sein Geschmack voll zur Geltung kommt. Ich glaube, die junge Omelette aus Todd Town kennt sich damit sehr gut aus. Könntest du zu ihr gehen und mir welchen besorgen? Ich habe dein Wort, junger Freund. So, und wer Mord T ist, wissen wir immer noch nicht. Das ist natürlich super. Gut, dann haben wir jetzt die Quest abgebrochen und eine andere angenommen. Interessant. Wann wird er mir dann... Ich hoffe, er gibt mir dann bald dieselbe Quest wieder. Könnte höchstens sein, dass hier hinten noch irgendjemand lauert, der Mord T sein soll, aber ich mag es ja schwer anzuzweifeln, weil hier war ja eigentlich nur das Fuzzy-Rätsel. Und wahrscheinlich gehe ich jetzt einen vollkommen unnötigen Weg. Höchstwahrscheinlich gehe ich den, ja, war klar. Gibt's hier Fuzzys? Nee, nee. Nee. Okay. Aber was wir eben zumindest schon mal gesehen haben, der Blopper war gar nicht mal so leicht zu besiegen, weil wir eben unseren Hammer nicht einsetzen konnten. Gut, Parakari schafft natürlich eine super Abhilfe mit einem aufgestuften 6 Schaden.
Das ist schon... ja, es ist auf jeden Fall ein Wort. Und das hat sich der Blopper hoffentlich auch gedacht. So, wer ist Mord-T? Es muss eigentlich der alte Sack sein. Ich meine, der Name passt zu ihm. Das... ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand anders ist. Vielleicht müssen wir erst eine Quest fertig machen und dann nimmt er den Brief an, was weiß ich. Und ich würde ganz gerne auch wieder die Quest triggern, die wir vorher hatten. Weil wir die einfach schnell abgeben können. Weil ich zufälligerweise schon weiß, wo die dritte Röhre hingeht. Aber das hätte sich jeder andere auch denken können, weil wir quasi auch keine Möglichkeit haben.